Wir haben ein Spiel entwickelt für dich, denn es ist ja in der heutigen Zeit sehr wichtig, eine Meinung zu haben. Ne? Ohne Meinung geht ja heutzutage gar nichts mehr. Und auf Instagram, auf Facebook, es wird sich ja eigentlich nur noch ausgekotzt, es wird sich beleidigt, die Leute hauen sich wilde Thesen an den Kopf. Und eine Meinung ist ja, desto radikaler, desto besser ist sie, oder? Gehst du damit? Tatsächlich, ich hätte jetzt große Lust gehabt, dich zu beleidigen, aber das ist nicht das Spiel, oder? Ja, wir werden gegeneinander antreten, ich werde komplett abstinken, aber ich werde alles geben, um dich rhetorisch fertig zu machen. So wir machen werden, wir werden nämlich jetzt Meinungen kreieren, wir werden Standpunkte vertreten und sie bis zum Tode verteidigen in unserem neuen Spiel, in unserer neuen Rubrik Impropaganda. Ja. Wir haben jetzt hier zwei Rednerpulte aufgebaut und wir werden wahllos hinter uns auf der Videowall Begriffe zugeworfen bekommen. Man muss in der heutigen Zeit eine Meinung haben. Los geht's mit Impropaganda. Thorsten Sträter versus Luke Mockridge. Hier ist das erste Thema. Berlin. Ich bin pro, du bist contra. Wer fängt an? Berlin ist die beste Stadt auf diesem Planeten. Meine Damen und Herren, ich liebe Berlin. Arm, aber sexy. Das ist doch so ein Claim, wie er für eine internationale Stadt sein muss. Berlin ist so toll, da gibt's einen Döner für 1,50 Euro. Die besten Serien der Welt spielen in Berlin. Four Blocks, Berlin Tag und Nacht. Berlin ist so cool, dass wir so CO2-neutral, dass nicht mal der Flughafen richtig funktioniert. Die Menschen sind so, eine Kaffeebestellung dauert eine Dreiviertelstunde, weil es so viele verschiedene Versionen von Kaffee gibt in Berlin. Das einzige Problem in Berlin sind Berliner Menschen an sich, aber in Berlin leben kaum Berliner Menschen. Berlin. 40.000 Quadratmeter Kackfläche mit überhöhten Mieten. Immerhin kommt man schnell mit dem Zug hin. Man fährt in Köln los, der Zug wird in Hamm geteilt, und zwar längs. Alles fällt auseinander, man kommt in Berlin an. Ab da ist jede Taxifahrt höchstens 100 Euro teuer, weil außer natürlich ist es Staatsbesuch in der Stadt. Dann ist der König der Malevukeninseln da und alle Gullideckel werden zugeschweißt, Scharfschützen auf jedem Balkon. Du fährst mit dem Taxi aber Umwege über Wolfsburg und Dresden, das kostet 4.000 Euro. Ich fahre einmal im Monat hin und freue mir ein Bein ab. Berlin ist durchaus eine Reise wert auf dem Weg nach Ungarn. Ich weiß es. Berlin. Berlin. Es gibt tatsächlich ein. Oh ja, sehr schön. Okay, es wurde gerade. Okay, verstanden soweit? Sehr gut. Nächstes Thema, zu dem wir einen Standpunkt haben müssen, ist. Der Mittelaltermarkt. Ich bin pro, fuck. Der Mittelaltermarkt. Du fängst. Ich fange an. Der Mittelaltermarkt. Bausparkassen, Fuzzis in Schießerschlüpfern. Pressen sich in Herr der Ringe Kunstlederhosen. Zu Hause haben sie eine Sparkasse ohne EC-Funktion, aber da werfen sie großmütig Wildlederbeute mit Münzen und sagen, bringe mir ein Baguette, das dürfte wohl reichen. Verstehst du, im richtigen Leben kriegen die nichts auf die Kette und da tun sie, als wären sie im Mittelalter. Dabei sind wir alle in Mordor. Die sind an Syphilis gestorben, weißt du, die haben sich den Zahn entzündet, sind weggerottet und irgendwie am Acker vergraben worden. Das sollten sie mal entsprechend nachstellen. Und nicht so komischen Dudelsack-Bands, die mir so auf die Pfeife gehen. Oh, danke. Bitte. Es sind im Wesentlichen die gleichen Argumente. Leg ich finde Mittelmärkte eher gut. Jetzt. Ja? Was eine scheiße Mittelaltermarkt, oder? Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass das also diese Leute, die Rolle nicht brechen und sagen, oh, ein Handbrot kostet 3 Taler, das sind Euro, du Idiot! Außerdem ist das Ding so scheiße heiß, dass man sich an dem Käse immer den Rand an dem Gaumen so zerbrennt, dass man überhaupt nicht mehr reden kann. Und dann läuft man so durch die Gegend und kann überhaupt nicht mehr reden. Und dann wird man in so ein Spiel mit eingebunden, weil irgendein Hofnarr dich so anpackt. Und dann musst du auf die Bühne geholt werden und musst so tun, als ob du im Mittelaltermarkt bist, wo du überhaupt keine Ahnung hast, überhaupt keinen Bock darauf hast, weil du nur mit einem Mädel da unterwegs bist, weil die darauf Bock hat. Und das sind. Bin ich dran? Du bist. Ah, nee, es ist vorbei. Nee, ist vorbei. Schade, ich hatte so gute Argumente. Hättest du noch was gehabt? Pro. Pro, ja klar. Mittelaltermarkt ist eine Art Phantasialand für Leute, die nicht richtig sprechen können. Also das ist so. Ich hätte noch einige, aber es ist egal. Es ist. Die muss jeder selbst wissen. Nächstes Thema im Propaganda. Wir werden jetzt eine radikale Haltung für RTL.
RTL 2 ist der beste Sender auf diesem Planeten. Ein RTL reicht nicht. Nein, man braucht einen zweiten. RTL... Halt, stopp! Jetzt rede ich. Ein Klassiker der Fernsehkultur, den es nur durch RTL 2 gibt. Was gibt es Schöneres, wenn man selber Minderwertigkeitskomplexe hat, sich selber nicht so toll findet? Dann machst du RTL 2 an und dann siehst du arme Schweine, die so ein beschissenes Leben haben, dass du dein beschissenes Leben wieder ein bisschen besser findest. Also, du schaltest diesen Sender ein und es geht dir immer wieder ein bisschen besser. Frauentausch, was ein tolles Konzept. Ja? RTL 2 ist die Möglichkeit, die das Privatfernsehen gefunden hat, seine Zuschauer in Zeitlupe zu lobotomieren. Das heißt, mittels Funkwellen Teile des Großhirns vollständig zu entfernen. Und sie machen das sehr, sehr erfolgreich, offen gestanden. Ich persönlich kann Ihnen nur empfehlen, machen Sie was Sinnvolles, statt RTL 2 zu gucken. Gehen Sie in den Keller, fotografieren Sie Dübel oder klingeln Sie beim Nachbarn. Was denn? Oh, jetzt wechselt. Okay. Ja, RTL 2, eine gute Sache. Nehmen wir an, Sie liegen im Wachkoma, können Sie nicht bewegen, sind fixiert, haben Gaffertape am Schädel. Einer macht den Fernseher an, da können Sie so durchgucken. Da wechseln sich großartige Sachen ab. Gefakte Rechtsanwälte, nackte Polinnen wälzen sich nachts um zwei auf dem Billardtisch. Dazwischen gibt es sinnbefreite, gescriptete Serien, wo Menschen unüberzeugend sagen, schau mal, ein Baguettebrot. Ich persönlich kann nur sagen, wenn Ihrem Leben die nötige Würze fehlt, wenn Sie mental da vollständig mit abgeschlossen haben und wenn Sie einfach sagen wollen, leere mir den Schädel und tu mir eine Pampelmuse rein. RTL 2, ein bisschen Werbung und schon haben Sie Spaß. Würdest du bitte mal überlegen, ob man aus diesem einzelnen Element eine 45-minütige Sendung machen könnte? Ich glaube, da hätte man richtig viel Spaß. Die gibt's, die heißt Anne Will. Der war nicht schlecht. Genau. Wo radikal Schwachsinn verteidigt wird, das gibt's schon. Und wir machen weiter mit Sport. Pro und Contra Sport. Und das war klar. Ja, Sport ist unglaublich gut für den Körper. Ich habe theoretisches Wissen zum Thema Sport. Ich kann Ihnen so viel sagen, dass das Krafttraining, obwohl man ja konkret nichts bewegt, man hebt ja keinen Schrank hoch oder was, es tatsächlich die Muskeln stärkt. Laufen soll gut sein, falls der Bus kommt. Und andererseits habe ich mir auch überlegt, wenn ich sterbe, will ich krank sein und nicht gesund. Kein Mensch braucht Sport, meine Damen und Herren. Sport ist doch scheiße. Sport ist scheiße, wir brauchen keinen Sport. Sport, eigentlich, Laufen ist ein Fluchtinstinkt. Wenn wir damals, als wir Höhlenmenschen waren, von einem Elefanten attackiert worden sind, dann mussten wir wegsprinten. Das war unser Sport. Wir müssen nicht mehr wegsprinten. Wir können einfach nur noch rumliegen und fett sein und Netflix gucken. Ich meine, nehmen wir das Wort Jogginghose. Wer joggt in einer Jogginghose? Niemand joggt in einer Jogginghose. Man sitzt zu Hause, isst diese ekelhaften Schokoladen überzogen. Eine Nippon-Dinger und guckt Netflix in einer Jogginghose. Ich glaube nicht, dass wir Sport haben. Das, was ich mache, dass ich erschrocken bin. Ja. Inklusive Nippon, ehrlich gesagt. Ja. Schrecklich. Ja. Also, Hilfe. Hier ist die nächste Runde. Es geht um. Gibt's das noch? Ja, das ist so eine Art Internet für Schäferhunde. Der Teletext. Die sicherste Möglichkeit, Ihre teuer bezahlte Werbung effizient und für immer zu verstecken, bleibt der Teletext. Wenn Sie Informationen aus dem Teletext generell brauchen, müssen Sie es wirklich wollen. Denn Sie blättern sich durch Seiten, die aussehen, als hätte sich ein vollkommen Behinderter 1982 auf einem Amiga 64 programmiert, in einer Schrift, wo dir das Blut aus den Augenwinkeln läuft. Ich habe damit mal TV-Quoten nachgeschlagen und ich kann bis heute nicht sagen, war das eine Zahl, war das Gulaschsuppe, war das überhaupt mein Name? Teletext. Ein Überbleibsel aus der... Okay. Es gibt nichts, was mich so entzürnt wie der Teletext. Denn wenn ich ihn gefunden habe, weiß ich nicht, wo die Taste ist, um ihn wieder loszuwerden. Die einzige Taste, die ich finde, ist die, die den Teletext als Schrift vor meinem Fernsehbild stehen lässt. Und ich bin wie ein Vollidiot vor dem Gerät, habe drei Fernbedienungen in der Hand, von denen ich nicht weiß, welche denn nun den Teletext bedient. Ich tippe wahllos irgendwelche Zahlen und lande bei einem Telefongewinnspiel, wo eine Umfrage gestartet wird auf der Seite 842 des Teletext, wo man seine Meinung abgeben kann, wo Menschen meistens sagen 80% ja dafür, 10% nein und 10% rufen da an und sagen, es ist mir egal. Weil es Teletext, meine Fresse.
Mal gucken, ob ich mit der nächsten Runde mehr Leute auf meine Seite schlagen kann. Das ist das nächste. Ah, es ist das neue ist aber Buch nett. Von Thorsten Sträter. Und ich bin dafür und du bist gegen dein Buch. Dieses Druckerzeugnis, mein neues Buch, ist inhaltlich sehr gut, aber ich habe persönlich mit brennenden Händen das nötige Papier aus dem Hambacher Forst geschlagen. Es war nötig. Es enthält überwiegend Peniswitze. Ein Buch, das sich aufgrund seines furiosen Inhalts entsetzlich schnell verkaufen wird, das widert den Buchhandel an. Ein Buch, auf das ich zu Unrecht sehr stolz bin, habe ich das doch in einer schamhaften Minute hastig zusammengekloppt mit Microsoft Paint. Und für die teure Kofferwerbung habe ich auch kein Geld gekriegt. Ich übernehme das gerne, Thorsten. Dein neues Buch ist wirklich fabelhaft. Ich habe es nicht gelesen, nicht mal die Rückseite, wo das Buch noch mal kurz zusammengefasst wird, habe ich gelesen. Trotzdem sage ich Folgendes. Es freut mich immer, wenn ich einen verspäteten Flug habe und dann in ein Buchgeschäft gehen muss. Ich hab dir beim Browsen. Und jedes Mal sehe ich Darm mit Charme. Ich sehe jedes Mal irgendein Eckart von Hirschhausen Buch und dann sehe ich Thorsten Sträter, der daneben liegt. Und ich sag dir eine Sache, Thorsten Sträter, von deinem Buch sind noch alle da. Der Stapel ist am höchsten. Und womit? Mit Recht. Denn dieses Buch. Also ich würde es auf jeden Fall kaufen. Das ist ein ganz, du ganz bist ja eins Buch. Umsonst, du Vogel. Also ich freue mich. Ich hör's auf damit, ist gut. Komm, einen haben wir noch, komm. Okay. Nächste Runde. Und jetzt geht's um All-Inclusive. Ach, ist das nicht toll, All-Inclusive. Man muss sich keine Sehenswürdigkeiten mehr angucken, wenn man im Urlaub ist. Nein, man kann einfach hemmungslos und ohne Ende diese, wie heißen diese Pommes in groß, die es immer bei All-Inclusive gibt? Kroketten, es gibt immer Kroketten bei All-Inclusive. Es gibt immer, man kann kiloweise Kroketten in sich reinschaufeln. Dazu gibt es einen schlechten Gin Tonic umsonst. Das ist doch fabelhaft. Wenn man in der Türkei Urlaub machen muss, dann geht man dahin, ein schönes 3-Sterne-Hotel, all-inclusive. Das ist wirklich pisswarmes Bier und Kroketten. Da bin ich ganz, ganz vorne mit dabei. Weil auch, und die Leute. All-inclusive, das ist Masthaltung mit Poolbetrieb. All-inclusive wird nur, Dankeschön, angeboten All-Inclusive wird nur angeboten in Ländern, die ausschließlich mit Essen punkten können. Da heißt es oftmals im Katalog, okay, draußen werden sie erschossen, aber drin gibt's Pudding. Das ist kein Argument für Ja, ist doch so. Wer braucht 28 Mahlzeiten am Tag? Wie kannst du wie eine Boa Constrictor so ein Laib Brot runterschmieren? Das ist genau wie Kreuzfahrten, das fast will ich gar nicht erst aufmachen. Wie viel kann man fressen? Ich sage viel. Aber ich kann mich auch mit wenig bescheiden. Ich brauche das nicht. Ich habe zu Hause immer so ein bisschen Nippon. Irgendwann werden wir gesponsert von dem Verein. Und ich lehne All-Inclusive ab. Also ich glaube, wir haben sehr viele radikale Thesen zu sehr vielen Themen in die Welt geschrien. Das war quasi eine fleischgewordene Facebook-Kommentarspalte, die wir hier quasi dargeboten haben. So ist das da draußen. Die Menschen haben zu allem eine steile und viel zu radikale Meinung schauen sich viel zu wenig in die Augen und sagen einfach, weißt du was, Thorsten, ich mag dich, auch wenn du manchmal anderer Meinung bist. Ich mag dich auch, Lu. Dankeschön, Thorsten. Wow. So. Das war der großartige Thorsten Sträter, überall auf Tour. Er hat ein neues Buch geschrieben, holt euch das, stimmig und rhetorisch überzeugend.